Servus, was geht? Ich bin in Berlin angekommen am Bahnhof. Bin heute beim Bundesligaspiel Hertha BSC gegen unsere Bayern. Viel Spaß. Hinter mir ist der Hauptbahnhof. Hier am Bahnhof ist auch direkt ein Hertha, ein kleinerer Hertha-Fan-Shop. Bin angekommen, wir haben wunderschönes Wetter. Wäre nur der Wind nicht, es ist ein bisschen kalt, aber perfektes Fußballwetter. Am Bahnhof waren auch schon ganz viele Bayern-Fans, also ich glaube 7000 Stück habe ich gelesen, kommen heute nach Berlin, wird auf jeden Fall sehr, sehr geil und ich denke auf jeden Fall, dass wir gewinnen. Ja, einer meiner besten Kollegen ist Hertha-Fan, deswegen hoffe ich nicht, dass wir sie abschießen, aber 0-2 ist mein Tipp. Und ja, wir aktuell Zweiter. Union vor uns, sie spielen leider erst morgen. Ich denke, die werden in Leverkusen verlieren. Ich hoffe, dass sie in Leverkusen verlieren und dass wir heute schon mal vorlegen, damit wir uns den ersten Platz wieder zurückholen. Aber bevor es zum Stadion geht, geht es noch kurz zum Bundestag und zum Brandenburger Tor. Und weil es heute ein bisschen windig ist, habe ich mein Müller-Trikot noch drunter. Werde ich später auf jeden Fall noch drüber ziehen, bevor ich im Stadion bin. Heute kein Despacito. Das Brandenburger Tor. Ich fahre jetzt mir noch einen Döner holen. Mit diesem Roller. Bis gleich. So, das ist der Döner. Den habe ich von dem Laden hier. In dem war auch schon Angela Merkel. Ja, mindestens zweimal. Und den lasse ich mir jetzt schmecken. Mmh, der schmeckt auf jeden Fall richtig gut und sieht aber auch schon richtig gut aus. Lass ich mir jetzt schmecken und dann geht's zum Stadion. Ich bin da. Beim Olympiastadion. Wir haben 14.45 Uhr. Das Spiel geht gleich los. Mein Trikot über den Pulli gezogen habe ich auch schon. Auswärtssieg. Und man sieht hier überall rot, überall Bayern-Fans. Liegt doch daran, weil auf der Seite der Eingang ist für die Gästefans. Und die Gästefans meistens mit der S-Bahn zum Stadion fahren. Die dann hier hält. Und die Hertha-Fans dann aus der Nordkurve meistens die U-Bahn nehmen und dort hinten eine U-Bahn-Station haben, wo sie herkommen. Und heute Hertha muss, aber wir müssen auch. Deswegen, es könnte entweder ein dreckiges Spiel werden, ein dreckiges 0-0 oder ein dreckiges 1-1. Oder wir gewinnen. Entweder, ich hoffe, wir gewinnen nur 2-0 oder wir hauen sie eben 0-5 aus dem Stadion. Und hier geht's rein, da sieht man die Schlange, die stehen alle an. Und ich jetzt auch. Uhr 16, ich bin drin. Viertelstunde geht's Spiel los, geiles Spiel, auf geht's. Man hört die Fans auch schon von draußen. Ich bin in Block 17, den muss ich jetzt finden. Der ist über den Gästefans, ist ein Sitzplatz, über unseren Stehplätzen, über den Auswärtsstehplätzen. Auf der Seite ist das Marathon-Tor und Block 17 ist da, da sieht man's. Muss ich eine Treppe finden, wo es hoch geht. Da. Und dann geht's hoch. Bis gleich im Block. Und der Blick ins Stadion. Ich bin ganz oben wieder. In der letzten Reihe. Da unten sind unsere Ultras. Los geht's! Das ist die Ostkurve der Hertha. Stand ich auch schon, weil ja wie gesagt mein Kollege Hertha-Fan ist. Da ist überall rot. Da drüben ist überall rot. Die Hertha-Fans.
Auf geht's Bayern, kämpft für den Sieg! FC Bayern München! Ein Schuss! So, die Bayern! Die Bayern! Ja, das Hymne nur nach Hause kommt. Wieder ein Banner ausgebreitet. Die Hertha-Fans haben auch ein paar Banner. Jetzt ist 0-1. Oh, schade, aber der ist noch heiß. Jetzt nicht mehr. Wo sie recht haben, haben sie recht. Und wir haben gleichzeitig auch einen Banner. Ich habe gerade in der Halbzeit gesehen, dass wir dasselbe Banner hatten wie die Hertha-Fans. Sehr stark, auf jeden Fall. Scheiß auf Katar. Ah, schade. Kann man übrigens morgen oder beziehungsweise heute auf meiner Instagram-Seite noch gewinnen. Und ich sehe gerade aber auch den Torschütze, muss ich auch sagen. Weltklasse, Manu. Steht da keiner. Es war so schön gespielt. Ah!
Die Hälfte hat ein Lied gesungen und diese andere. Die Super Bayern und die tanzen auf jedem Fußballplatz. Das war ein schönes Tor, muss man ehrlich auch zugeben. Wer hat das Tor gemacht, wenn es selbstes wär's? Ah, okay, das war nicht der Hecke. Der Schiri prüft einen Elfmeter scheinbar. Hier unten lag nämlich gerade ein Hertha-Spieler vor lange hier. Er gibt ihn. Ach du Scheiße. Selke tritt an, den verschießt er. Selke trifft nicht. Auf geht's Bayern, kämpfen und siegen! Wir führen hier 3-0 und geben es so dumm aus der Hand. Ein Tor war stark von Luke Bakio, muss man sagen, aber dann der Elfmeter. Vielleicht war es ein Elfmeter, ich habe es nicht gesehen. Und plötzlich steht es 2-3. Ich bin gespannt auf die zweite Halbzeit. Weiter geht's. Hertha mit Pyro zu Hause zum Beginn der zweiten Halbzeit. Voll viele gehen jetzt rein wegen dem Rauch. Gnabry, ah, schade, nochmal Gnabry. Gnabry stark, Musiala, Musiala. Ah. Nochmal Musiala. Oh, stark. Stark. Ah. Der ist so stark heute. Das Stadion ist noch vernebelt. Musiala, was macht er? Musiala gefühlt. Jetzt! Oh. Der ist so Wahnsinn! Hey. Ah. Ja! Deutscher Fußballmeister! Deutscher Fußballmeister! Deutscher Fußballmeister! Das haben sie jetzt schon wieder. Abseits! Schon wieder, das ist das dritte Video.
wo wir ein Abseits-Tor machen. Come on, Hernandez, komm rein. Ich glaube, Davies verletzt sich bedingt raus. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sané kam auch wieder rein. Hier. Ich habe gerade erst gesehen, dass Yachupo 2 der Tore gemacht hat. Krank, wie der drauf ist. Brutal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da. Lasst mir gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Video.